Fünf Tage nach dem Ausbruch des Vulkans Nyiragongo in der Demokratischen Republik Kongo sind zehntausende Menschen aus der Millionenstadt Goma geflohen, aus Angst vor einer erneuten Eruption. Goma liegt nur rund 12 Kilometer von dem Vulkan entfernt. Der Militärgouverneur der Provinz Nord-Kivu ordnete eine Teilevakuierung der Stadt an. Viele flüchteten ins Nachbarland Ruanda. Wir haben Anweisungen vom Gouverneur erhalten, dass wir die Stadt verlassen müssen. Ich bin in einem Viertel, das genannt wurde, Kahembe, also muss ich weg. Und für mich ist Ruanda näher als zum Beispiel Minova. Die Behörden haben gesagt, wir müssen evakuieren. Sie nannten die Stadtteile, die evakuiert werden müssen. Ich komme aus Bujovu. Ich gehe jetzt nach Birere und hole meine Schwester. Wir werden nach Bukavu aufbrechen. Seit dem Vulkanausbruch am Wochenende wird die Umgebung von Erdstößen erschüttert. Auch der nahegelegene Kivusee ist betroffen. Der Nyiragongo ist Afrikas aktivster Vulkan. Durch den Ausbruch am Samstagabend kamen nach UN-Angaben 32 Menschen ums Leben. Tausende Häuser wurden zerstört.